Ja, das hat sie. Okay. Somit wäre eigentlich unsere Nina fertig und den Olli würde ich auch jetzt gerne verändern. Das geht ziemlich lange, die Folge, glaubt mir, Leute. Für Olli habe ich auch natürlich ein Haar heruntergeladen und zwar das hier. Oh, ich bin so hot. Ich bin so hot. Die Augenbrauen finde ich wohl komisch. Meint ihr nicht? Okay, das ist das hier. Was, wenn ich das hier nehme? Nee. Geht ja mal gar nicht. Aber die sind voll... Kann ich hier nicht die Seiten runter machen? Sieht das gut aus so? Ja, guck doch mal normal, Junge. Ja, okay, lassen wir mal. Kommen wir mal hier mal zu den Augenfarben. Die Augenfarbe würde ich auch gerne ändern. Und zwar nicht braun, sondern eher so grün irgendwas. Oh, wie krass das aussieht. Ich war gerade voll schockiert. Ein bisschen chinesische Augen. Sehr hart. Irgendwie kommt mir das vor, dass die Augen voll nah sind. Ja. Guck mal, bitte normal, Junge. Ja, du siehst auf jeden Fall heiß aus. Kommen wir mal hier zu deinem Bart. Und als Bart haben wir natürlich auch was vorgefertigt. Und zwar... Spitzbärte. War das hier? Bärte. Sag mal, habe ich nicht einen Bart runtergeladen? War es das hier? Ist das wirklich das gewesen? Ich glaube eher nicht. Boah. What the hell, Junge? Sieht eigentlich voll geil aus. Nein, okay, lassen wir mal weg. Schnurrbärte, nee. Ich habe doch ein Bart runtergeladen. Ich glaube, das ist es gewesen. Weil anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Ja doch, das muss es sein. So. Warte. Was? Oh, hier gibt es eigentlich voll die geilen Augen. Natürlich nicht. Boah, nee, die Augen sind irgendwie voll gruselig. Ich würde sagen, wir bleiben hier bei diesen Augen. Aber in grün. Ja. Richtig nice. Nice, nice. Ja, dann lasse ich das mal. Und so klamottenmäßig weiß ich jetzt gerade nicht so. Wobei, doch, komm, machen wir, ändern wir mal ganz schnell. Weil ich glaube, für den Herren hier habe ich auch, glaube ich, was runtergeladen, oder? Da bin ich jetzt kurz am Verzweifeln, aber... Schauen wir mal einfach. Hey, nicht schreien. Ja, eigentlich so ein Pullover habe ich runtergeladen, aber naja, gefällt mir irgendwie doch nicht so. Ich würde sagen, für den verpassen wir einfach mal so einen schicken Hemd. Jedoch nicht so eins. Doch so, aber halt schwarz. Alter, bist du breit wie eine Tür. Breit wie eine Tür, Junge. So. Die Hose gefällt mir auch nicht. Die können wir auch in schwarz eigentlich. Wobei in ganz schwarz sieht es auch voll öde aus. Oder braun. Ah, ich weiß es nicht. Ja, kann man machen, oder? Aber ganz schwarz? Ja, komm, das ist super. Die Farbe ist ganz gut. So, die Schuhe würde ich liebend gerne auch ändern wollen. Wobei, die sind eigentlich voll okay, oder? Aber in... Nee, in dunkelbraun? Oder in ganz schwarz? Aber dann... Nee. So waren sie eigentlich okay.
Und so grinsen sie, die sind zu hell. Naja, schwarz-weiß sieht auch kacke aus. Und so eine Opa-Schuhe will ich ihn auch nicht verpassen. Oder so eine feine schwarze. Die sind mir zu blau. Das ist doch gar kein Schwarz. Die sind einfach nur zu blau. Nee, ne? Gefällt dir nicht. Seht ihr? Die sind irgendwie voll blau. Aber ich glaube, ich lasse das. Wobei die mir hier am besten gefallen haben. Ich glaube, die lasse ich auch mal. Ich nehme die hier so ein dunkelbraun. Ja, komm, lasse ich. So, Abendkleidung, mein Herr. Was ist denn das hier? Ausgekleidet? Was hat er da an? Muss ich mir erstmal angucken. Oh, Schnieke, Mnieke. So, Abendkleidung. Würde ich ihn gerne einen Anzug ankleiden. Das ist natürlich klar. Kann man machen. Was ist das denn bitte? Alter! Nee, das ist mir zu operhaft. Das ist mir zu schwuli irgendwie. Ich weiß nicht. Wobei, die Jacke sieht eigentlich voll geil aus. Nee, komm, lass mal weg. Was? Mein Gott, natürlich nicht. Anzüge. Warum kann ich mir hier keine Anzüge? Ach so, hier. Das finde ich geil. Du hast ja keine Hose an. Jawohl, der Herr ist schon mal ganz schick hier. Lass ich mal. Und Sportkleidung würde ich auch sofort ändern wollen. Und zwar ein Cap, auf jeden Fall. Aber einen umgedrehten Cap. La, 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 la. Ja, geht, oder? Kann man machen. Kann man machen. Ja, so einen schwarzen Cap. Und als Oberteil könnte man diesen Top eigentlich behalten. Ja, kann man machen. Ja, natürlich. Kann man machen. Die Schuhe ändern wir auch sofort. Da kriegst du mal so schöne Fake-Adidas-Schuhe. Und, ich glaube so. Oder in weiß? Komm, lassen wir in weiß. Ja, feier ich. So, Schlafanzüge. Der liebe Olli. Der liebe Olli. Willst du so, willst du sowas hier anziehen? Ja, komm, lass dich ohne Scheiß. So, und zum Feiern gehen. Das lasse ich. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Und zum Schwimmen. Was? Ein Oberteil zum Schwimmen? Ne. Never ever. Da kriegst du auch so eine Hollywood-Dingens. Na, welche Farbe, Leute? Was meint er? Das sieht ganz nice aus. Wobei, das sieht auch ganz heiß aus. Ich weiß es nicht. Ja, komm, blau. So, die machen wir auch weg. Das geht ja mal gar nicht. Und als Accessoire... Gibt es keine Ketten für Männer? Naja, okay. Ja, komm, lassen wir. Ne? Der Olli ist jetzt auch damit fertig. Dann kommen wir rüber zur Lucia. So, Lucia müssen wir auf jeden Fall ändern, Leute. Die müssen wir auf jeden Fall ändern. So, liebe Lucia, du kriegst auf jeden Fall die schönsten Haare der Welt. Oder wollen wir ihr so Locken verpassen? Oh, alter Leute, das sieht doch Hammer aus. Ich feiere diese Haare. Wie endgeil ist das denn bitte? Ich feiere diese Haare. Gut.
Die Haare lassen wir mal, aber Gesicht müssen wir auf jeden Fall ändern. Mach mal ganz kurz eine Glatze. Die Augen sind wunderschön, die sind groß und ja. Ich will diese Augen nicht haben. Braune Augen wären bei ihr eigentlich ganz gut, ne? Braune Augen wären bei ihr eigentlich ganz gut. So, boah, der hat voll den komischen Gesicht irgendwie. Ich weiß es nicht, aber keine Ahnung. Irgendwie voll die komischen Augen und sowas. Wie sieht denn das aus? Zeig mal. Ja, die sind doch auch okay. Gut, Haare, wie gesagt, ändern wir. Und zwar, Madame. Komm, sie kriegt die hier. Eiskalt. Was meint ihr? Sind die Haare hier gut? Oder die? Die, ne? Ja, gut. Machen wir. So, kommen wir mal zum Make-up. Da kriegt sie natürlich erstmal einen Eyeliner. Jetzt sieht sie aus wie Nina. So, Lippen machen wir auch ganz dezent. Ja, oder? Ja, komm, die lassen wir. Und anschließend. Komm, die Wimpern kriegt sie. Ich weiß nicht, aber irgendwas gefällt mir an ihrem Gesicht nicht. Und ich weiß nicht mal was. What the hell? Oh, voll süßes Gesicht hat sie irgendwie bekommen jetzt. Ja, jetzt sieht sie doch viel hübscher aus. So, die Augenbrauen an den Haaren anpassen. Ja, komm, jetzt siehst du doch viel besser aus. Wobei diese Haare gefallen mir irgendwie gar nicht bei ihr. Man sieht ja kaum ihr Gesicht. Voll sympathisch aus jetzt irgendwie. Oder? Was meint er? Ich finde die irgendwie jetzt voll sympathisch mit denen. Warum kann man das nicht anpassen? Ich habe keine Ahnung, welche Haare wir ihr verpassen können. Wobei, ich habe die hier voll gefeiert. Passt die irgendwie voll. Oh, die Haare sind Hammer, die Farbe auch. Komm, ich nehme die. Ohne Scheiß, ich nehme die jetzt einfach. An den Haaren anpassen, Mann.
Willst du mich verarschen oder was? Ich habe keine Ahnung, welche wollen wir nehmen? Die hier, ne? Das ist irgendwie besser. Ja, liebe Lucia, immerhin siehst du jetzt ein bisschen aus wie ein Mensch. Warte mal, für dich haben wir auch natürlich neue Klamotten. Was kann sie anziehen? Oder warte mal, so ein Top und sowas wäre auch eigentlich ganz okay bei ihr, oder? Zum Beispiel gucken wir mal, was wir hier so für Tops für sie haben. Ich hoffe nicht so Dingens-Tops. Ah. Ja. Definitiv, definitiv. Okay. Die ist mir irgendwie voll dünn. Die hat diesen Booty von ihrer Mama, wisst ihr? Deswegen, ja, so ist es ganz okay. Mhm. So. Und dann so eine Hose zum Beispiel. Oder? Leute? So ein Höschen. Aha. Ja, gefällt dir, definitiv. Gut, oder so was hier? Ich weiß nicht. Nee, komm, ich fand diese Hose besser. Wo ist denn die jetzt? Hier, die hier. Die feier ich. Dann kriegst du auch von uns noch Schuhe, das ist klar. Zwar High Heels. Nee. Komm, High Heels kriegst du nicht. Du kriegst so eine sportlichen, schönen sportlichen Schuhe. Hier gibt es ja nur kacksportliche Schuhe, aber egal, du bist ja so ein Teenager, komm. Du bist ein Teenager. Oder, was meinst du? Welche gefallen dir? Gefallen dir die? Nee, die sind mir so zu gelb und sowas. Oder hier die weiß-grauen? Oder die braunen? Oder die schwarzen? Ja, die schwarzen, oder? Sie ist ja so ein Teenager. Da kann sie eigentlich bunte Sachen anziehen. Oder so weiße. Ich würde sagen, wir lassen die hier, oder? Nee, komm, wir lassen die weißen. Unser Teenager-Girl. Da grinste, wa? Da grinste. So, dann hätten wir das. Dann kommen wir mal hier zur Abendkleidung. Alter Schwede, was ist das denn? Alter Schwede. Alter Verwalter, Hallepalla. So. Ja, komm, nehmen wir die. Aber die Haare müssen auf jeden Fall weg. Die Haare machen wir natürlich wieder so. 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 Okay, Wimpern hat sie auch jetzt bekommen. Und Eyeliner haben wir vergessen, ne? Eyeliner. Nee, die sind besser. Ja, die nehme ich. Und Lippen. Was ist das denn? Ja, komm, Lippen nehmen wir so. Haare zu den Haaren passend. Und, Weggeklamotten, beziehungsweise Abendklamotten ist das ja. Da kann man hier sowas verpassen, ne? Passt perfekt. Hm. Wollen wir die hier nehmen? Moment. Ja, komm, wir nehmen die. Und
Dafür kriegst du auch natürlich High Heels von uns. Madam. Na, gefällt dir? Wobei, soll ich die Haare hier anders machen? Das ist ja so ein Weggeh-Dingens, Abendkleidung. Dann kann sie zum Beispiel ihre Haare so haben, oder? Aber so in ganz. Damit man ihren Rückendekolleté sehen kann. Oder Leute, was meint ihr? Sieht besser aus, komm, lassen wir. Lassen wir. Ja, lassen wir. What the fucking hell ist das denn? Wobei, die Haare sind ganz cute und die würde ich auch ganz gerne lassen. Aber es gibt ja auch noch natürlich andere Variationen. Und zwar die hier, die finde ich auch voll süß. Tihihi. Nee, komm, ich glaube, ich nehme die hier. Die sind voll geil, die feiere ich unnormal. Ja, aber die Haarfarbe passt jetzt nicht dazu. Bah, Frikadella. Voll Frika-Look. Soll ich dann einfach die nehmen, so sportmäßig? Ja, ne? Oder? Oder was meint ihr? Oder wollen wir hier so auch von hier irgendwas wählen? Zum Beispiel das hier, warte. Zum Beispiel das hier. Aber hier gibt es dann halt auch nicht diese Farbe. Ah, Mist. Oder das? Ja, ne? Komm, nehmen wir einfach die. So, und sie ist einfach mal ungeschminkt, wenn sie Sport macht. Und sie zieht sich einfach mal sowas hier beim Sport an. Oder was meint ihr? Oder sowas, so ein Top, so ein Sport-Top. Da, 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 da. Oder sowas. Oder sowas. Mhm. Nee, komm, die hat zu große Brüste. Ja, so geht es. Ne, dann zieht sie sowas an und dazu zieht sie sich halt auch so ein Leggings an, was sie da gerade anhat. So, aber kann man die Farbe davon nicht ändern? Von dem Leggings? Was zum Teufel ist das denn bitte? Was zum Teufel ist das denn bitte? Komm, zieht sie so einen weißen Leggings an. Ah. Gefällt ihr sogar. Und dazu kriegt sie auch natürlich ihre weißen Schuhe wieder. Ne? Ja, kann man machen, komm. Und das sieht geil aus mit den Haaren. So. Wenn sie schlafen geht, hat sie auch keine Schminke, ist klar. So, was kann man aber bei ihr beim Schlafen gehen? Nee, das ist mir irgendwie... Oh, dieses Kleid ist voll schön. Oh, aber nicht zum Schlafen gehen. Zum Schlafen gehen bekommt sie einfach mal so ein Hemd. Finde ich voll geil. Feier ich voll. Ja, komm, so ein Hemdchen kriegt sie. Dazu ihre Plüschdinger. Mhm. Feier ich. So, Alltagslook. Was hat sie da an bei Alltagslook nochmal? Okay, das. Okay. Und Ausgekleidung machen wir dann dieses Kleidchen bei ihr. Wo ist denn das? Sag mir nicht, dass das hier nicht... Ah, hier. Genau. Nehmen wir das. Ich find's voll geil. So, die Haare machen wir auch natürlich anders. Und zwar wollen wir die Haare so machen wie bei der Mutter. Ja, ne? Oh, nee, die will ich haben.
Die sind geil. Ja. Sieht doch gut aus. So, Schminke machen wir auch, der Lieben. Okay. Make-up. Kommen wir zum Eyeliner. Kriegst du wieder diese Cat-Augen. Und, da kriegst du so einen dunklen lila Dingens. Warte mal, die Augenfarbe. Ja doch, die Augenfarbe war ja richtig, genau. So, Lippen machen wir dann. Mach da mal so einen schönen. Ich weiß nicht. Ja, kann man machen, oder? Lass ich einfach mal jetzt. Dann kriegt sie noch Wimpern, aber nicht die. Sieht doch ganz okay aus, ganz ehrlich. Aber irgendwie zu viel Schminke, habe ich das Gefühl. Naja, ist ja auch egal. Ist ja nur ein Sims, ist ja nur ein Spiel. Von daher. Okay, und Schuhe bekommt sie von uns. High Heels. Ja, kann man machen. Kann man machen, aber diese Armreifen, die gehen ja mal gar nicht. Mach mal weg hier. So, da kriegst du von uns was Schickes. Oder? Nee, das muss schon irgendwie so... was ist das denn? Hä? Willst du mich verarschen jetzt? Hä? Was ist denn das für ein Bug? Alter! Aha. Voll verbuggt das Game. Habt ihr das gerade gesehen? Naja, okay, egal. Gut, dann hätten wir die Lucia somit auch fertig. Okay, dann lassen wir es einfach mal so. Scheiße, nein, die ist ja gar nicht fertig. So, Badeanzug fehlt uns ja noch. Hä? Was ist denn los mit dem Game jetzt? Na gut, Leute. Das Spiel kackt irgendwie ab wieder. Ich weiß es nicht. Ich will Badeanzug rein, aber schaffe es irgendwie nicht da, weil das Game total verbuggt ist. Seht ihr das? Wenn ich darauf gehe, klappt das nicht. Wenn ich hier rauf gehe, klappt das nicht. Naja, okay. Ich nehme schon seit Stunden auf. Oh, weia. Ja, okay. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, Leute. Wenn ihr ein paar Änderungen und sowas haben wollt, sagt mir einfach Bescheid. Dann machen wir das. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.